Hey, willkommen zurück hier Mittwoch. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Video erkläre ich dir, wie du wirklich an den Punkt kommst, dass die Meinung anderer Leute dir egal ist und wie dir das dann im Flirt enorm weiterhilft. Also willkommen zurück. Cooles, wichtiges Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, über das es auch sehr, sehr viele Videos gibt, sehr, sehr viele Expertenmeinungen. Und ich will dir heute einfach mal erklären, was all diese Expertenmeinungen vergessen und warum du auf dem Weg, auf dem du denkst, dorthin zu kommen, also zu dem Punkt, dass dir die Meinung der anderen nicht so wichtig ist, warum du dort nicht hinkommen wirst, außer du verstehst diese eine Sache, die ich dir erklären möchte. Und erstmal kurz, warum ist das so wichtig? Warum ist es überhaupt ein Thema hier? Nehmen wir mal an, du wärst in der Lage oder die Meinung anderer Leute würde dich wirklich nicht berühren, würde dich nicht tangieren. Was würde dann passieren, gerade im Umgang mit Frauen? Na, das ist ja unser Thema, deswegen schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal an, das wäre dir wirklich egal, dann wärst du tatsächlich in der Lage, jede Frau einfach ganz entspannt anzusprechen, denn du machst dir ja keine Sorgen darum, A, was denken die anderen von mir, B, was denke ich von mir, wenn es nicht klappt, C, was denkt die Frau von mir, wenn es klappt oder vielleicht auch, wenn es nicht klappt. Du kannst dich also einfach ansprechen und du kannst auch einfach sagen, was du sagen willst, ohne dir Gedanken darüber zu machen, oh mein Gott, wie wirkt das denn, was denkt sie dann von mir, oh, kann man das denn sagen, was für eine Wirkung hätte das denn, baut das mehr Anziehung auf oder vielleicht mehr Vertrauen. All diese Sachen sind unnötig in dem Moment, wo dir die Meinung der anderen Person nicht so wichtig ist. Ich möchte hier nicht egal sagen, weil das nicht darauf, es führt nicht auf den richtigen Punkt hinaus, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema, denn wärst du in der Lage oder wärst du an diesem Punkt, dann wäre Flirten oder Umgang mit Frauen sehr, sehr einfach für dich. Dann wärst du wahrscheinlich einer der besten Flirter überhaupt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und wenn du dir jetzt mal die Profis anguckst und dir vielleicht mal ein paar Live-Flirt-Videos von uns Profis anguckst, na, ob das jetzt der Don John ist oder ob das jetzt ich bin, ob das jetzt hier Matteo ist oder wer auch immer es ist, dann wirst du sehen, dass, wenn du die Videos schaust, die Leute eigentlich sehr ausdrucksstark sind. Die sagen einfach, was sie sagen wollen und die machen sich nicht einen großen Kopf. Und deswegen funktioniert es sehr gut, weil sie dadurch Ausstrahlung haben. Da haben wir schon mal drüber geredet, wenn du dir jetzt nicht so viel Gedanken darüber machen musst, wie wirklich und so weiter, dann hast du mehr Charisma, mehr Ausstrahlung, ne? Mehr Energie, die du nach außen geben kannst. Wirkst dementsprechend besser auf Frauen. So, warum ist es aber so ein problematisches Thema, beziehungsweise warum gibt es da so viele Falschinformationen? Die gibt es, weil die meisten Leute eine ganz, ganz elementare Sache nicht verstehen. Na, man sagt dir dann, hey, die Meinung der anderen Leute sollte dir nicht so wichtig sein und dann gibt man dir logische Argumente, warum das so sein soll. So, als könntest du auf Fingerschnips einen Schalter in deinem Kopf umlegen und sagen, hey, die Meinung der anderen Leute ist mir jetzt egal, das ist mein neues Mindset, das ist mein neuer Glaubenssatz. So funktioniert das leider nicht. Warum funktioniert das nicht? Dafür müssen wir eine Sache verstehen. Wenn wir das Gute haben wollen, müssen wir auch das Schlechte nehmen. Und wenn wir das Schlechte nicht mehr haben wollen, müssen wir auch das Gute aufgeben. Was meine ich damit? Ich erkläre es dir am Beispiel der Meinung. Wenn du nicht mehr möchtest, dass dich die negative Meinung oder die potenziell negative Meinung einer anderen Person stört, wenn du möchtest, dass dir das egal ist, dass du da drüber stehen kannst, wie man vielleicht sagen würde, dann musst du auch den anderen Teil aufgeben, nämlich die Tatsache, dass dir die positive Meinung oder vielleicht Lob oder positives Feedback etwas bedeutet. Also du kannst entweder beide Seiten loslassen oder du hast beide Seiten. Du kannst nicht, anders geht es nicht. Das ist wie, wenn du in einer Beziehung bist und es ist super schön, aber da gibt es manchmal so diese Phasen des Hasses und dann gibt es Ärger und dann gibt es Streit, dann gibt es Drama. Und du denkst dir vielleicht, okay, wenn ich nur diese Phasen des Dramas irgendwie rauskriegen könnte aus der Beziehung, dann wäre alles wunderbar. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn du bereit bist, die positiven Phasen auch zu verlieren. Na, die Leute denken, sie könnten das Negative komplett wegmachen aus ihrem Leben und es bliebe nur noch das Positive. Nicht verstehend, dass diese beiden Sachen sich bedingen. Sobald ich etwas positiv nenne oder sehr, sehr positiv wahrnehme, sehr, sehr positiv mit mir assoziiere, habe ich auch eine Negativseite, die vielleicht nicht sofort da ist, aber unter Umständen kommt. Beispiel aus dem Flirtbereich. Angenommen, du kommst in eine Beziehung, die super geil ist und am Anfang bist du gehypt, ja, diese geile Beziehung, du freust dich, bist verliebt, alles ist wunderbar hier oben. So, dann verlässt dich die Frau und was passiert dann? Dann geht es in den Keller, aber nicht, es geht ja nicht auf die neutrale Ebene, du sagst ja nicht, oh, jetzt geht es mir so wie vorher, sondern es geht in den Keller, dir geht es schlechter als vorher und ich glaube, jeder, der mal irgendwas mit Frauen zu tun hatte, kennt das auch. Ne, das ist dieses Positiv-Negativ-Ding. Je mehr du im Positiven bist, je mehr du das Positive wahrnimmst, je mehr du da dich reinsteigerst und reingehst, desto mehr wirst du das Negative erfahren. Und deswegen muss man ja die Bereitschaft haben, sowohl das positive Feedback als auch das negative Feedback aufzugeben. Na, du kannst dir das so vorstellen,
Hier ist das positive Feedback, hier ist das negative Feedback. Das ist so eine Skala ist nicht das richtige Wort. Das nähert sich so an. Je positiver du die Meinung anderer wahrnimmst, also wenn du sagst, boah, es macht mich richtig glücklich, wenn andere mich mögen, desto unglücklicher wird es dich machen, wenn andere dich nicht mögen. Wenn es dir dann nicht mehr so wichtig ist, ob andere dich mögen, dann wird es auch nicht mehr so schlimm sein, wenn andere dich nicht mögen. Und wenn du dann an dem Punkt bist, das ist jetzt ein Idealzustand, dass es dir wirklich gleichgültig ist, ob andere dich gut finden, dann wird es dir gleichgültig sein, ob andere dich schlecht finden. Und das ist der einzige Weg. Du kannst das hier nur ausgleichen. Du kannst nur an diesen Punkt kommen, wenn du auch das hier oben runterholst. Ne? Das heißt, du musst bereit sein, das Gute aufzugeben, wenn du das Schlechte loswerden willst. Oder du sagst, okay, ich lebe in den Extremen. Das musst du natürlich für dich entscheiden. Und deswegen, es ist nicht einfach eine Einstellungssache. Es ist nicht so, dass ich meine Einstellung von heute auf morgen ändere, sondern der Weg dahin sieht anders aus. Wie sieht der Weg dahin aus? Zu dem Ausgleich. Ne? Weil es ist kein, das mache ich jetzt, das sage ich mir jetzt. Nein. Das Ganze hat wieder viel mit dem Bewusstseins und im übertragenen Sinne wahrscheinlich auch mit dem Meditationsthema zu tun, was einfach bedeutet, du musst dir dessen bewusst werden. Was bedeutet bewusst werden, habe ich öfter schon in den Meditationsvideos erklärt. Was wir machen wollen oder was du machen kannst, tun musst, um an diesen Punkt zu kommen, ist, dass du anfängst zu beobachten, aber nicht zu beurteilen. Wie in der Meditation, wenn du deinen Atem beobachtest oder deine Gedanken beobachtest von einer neutralen Position aus, aber sie nicht beurteilst. Du sagst nicht, das ist ein schlechter Gedanke und das ist ein guter Gedanke, sondern du beobachtest einfach nur von einer hinten stehenden Position. Und das ist das Gleiche, was du tun musst, wenn es an diese Kritik, gute, schlechte Meinung, an dieses Thema geht. Das heißt, wenn jemand eine gute Meinung von dir hat, dann stürz dich ja nicht rein. Dann sei nicht so, ja, das ist eine Meinung von mir, ich bin gut, ich bin toll. Sondern beobachte einfach nur. Beobachte einfach nur, was es mit dir macht, wenn jemand eine gute Meinung von dir hat. Und nenn es nicht ein gutes Event in deinem Kopf, in deinem Geist, sondern beobachte es einfach nur. Schau einfach nur, was passiert hier? Was kommen für Gedanken? Was kommen für Emotionen? Und schaff einen gewissen Abstand zwischen dir und dem, was da passiert. Das Gleiche machst du dann auf der negativen Seite. Ja, wenn jemand eine schlechte Meinung von dir hat, dann schau, was in deinem Körper passiert. Schau, was in deinem Kopf passiert. Aber halt einen Abstand zu all diesem. Sag nicht, das sind meine Gedanken, das sind meine Emotionen, sondern da ist eine Emotion oder da ist ein Gedanke. Mach nicht ein Mein draus. Denn in dem Moment, wo du ein Mein draus machst, bist du identifizierter mit dieser Sache und kannst nicht mehr so einen richtigen Abstand davon einhalten. Ist so wie, wenn du deine Meinung vertrittst oder deine Meinung verteidigst, dann kennst du es wahrscheinlich auch, dass es mal sehr schnell laut werden kann, weil es ja deine Meinung ist, die du da verteidigst. Und wenn du dir dann andere Leute in irgendwelchen Debatten anguckst und selbst aber keine Meinung dazu hast, denkst du dir, wie können die sich so, warum streiten die sich so? Es ist doch nicht so wichtig. Es ist halt deswegen nicht so wichtig, weil es nicht deine Meinung ist oder du keine Meinung dazu hast. Ja, dieses Mein macht dann die Identifikation. Das heißt nicht meine Gedanken oder meine Gefühle, sondern da ist ein Gedanke und da ist vielleicht ein Gefühl. Beobachte das. Ne? Und je öfter du das beobachtest, bei den positiven Sachen, so wie bei den schlechten Sachen, desto mehr Abstand gewinnst du dazu. Das bedeutet, dass sich diese beiden Ebenen hier annähern. Ja? Wir werden wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, dass es wirklich komplett irrelevant ist. Also dass, ich sag mal, diese beiden Dinge gleich sind. Dass du genau die gleiche Empfindung oder genau den gleichen Frieden hast, wenn du ein positives Feedback bekommst, als wenn du ein negatives Feedback bekommst. Und du merkst es hier schon, ich benutze diese Begriffe, weil das ist eben das, was wir nicht mehr tun wollen. Wir wollen nicht sagen, das ist negatives Feedback und das ist positives Feedback, aber ich muss es dir natürlich erstmal erklären. Wahrscheinlich wirst du nie an den Punkt kommen, dass dich beides gleich berührt, weil das ist ein Idealzustand, den man jetzt nicht unbedingt erreicht. Das ist wie der optimale Gesundheitszustand, den du wahrscheinlich nie ganz erreichst oder ein optimaler Fitnesszustand, den du theoretisch erreichen könntest, den du wahrscheinlich nie erreichst. Aber das ist das, was du tun musst, das ist das, was du aufgeben musst. Du kannst entweder alles bekommen oder gar nichts. Alles oder nichts. Und glaub nicht, dass nichts schlechter ist als alles, es ist nur einfach etwas anderes. Alles oder nichts. Und die Frage stellt sich übrigens bei all diesen Sachen. Ne? Immer wenn es einen Gegensatz gibt, den es übrigens im Leben immer gibt, stellt sich die Frage, möchtest du alles haben oder möchtest du gar nichts haben? Ne? Möchtest du die extrem supergeile, tolle Beziehung, in der du, also die Beziehung ist nicht scheiße ansonsten, aber möchtest du die Beziehung, in der du dich super fühlst und in der du dich wie ein King fühlst, aber auch gleichzeitig die Trennung, wo du dich dann wie der letzte Dreck fühlst, oder möchtest du einfach hier in der Mitte eine Ausbalanciertheit?
Und das bedeutet nicht, das möchte ich nur einmal klarstellen, das habe ich damals, als ich bei meinem 10-Tage-Meditationsrückzug war, auch falsch verstanden. Das bedeutet nicht, dass du die Sachen nicht mehr genießen wirst, nur brauchst du sie dann nicht mehr. Du brauchst die Beziehung nicht mehr. Du brauchst das positive Feedback nicht mehr und offensichtlich auch das negative Feedback nicht mehr, das hast du ja noch nie gebraucht. Aber du brauchst diese Sachen dann nicht mehr. Das heißt nicht, dass du sie nicht genießen kannst, sondern du würdest trotzdem noch eine Beziehung haben, aber sie wäre nicht mehr so dramageladen. Es wäre eine ausgeglichenere Beziehung. Es wäre, wie gesagt, eine ausgeglichenere Beziehung, mehr in der Mitte, nicht so in den beiden Extremen, und dadurch würdest du einfach ein dauerhaftes Gefühl des inneren Friedens haben, das dich in der Mitte zufriedenstellt. Also dieses Gefühl, was du bekommst, wenn du die Sachen in der Mitte hast, das ist das Gefühl, also jetzt wird es komplex und ich gehe in einem anderen Video näher darauf ein, aber das Gefühl, was du hier bekommst oder den Zustand, den du erreichst, wenn du hier in der Mitte bist, wenn die Sachen in der Mitte sind, das ist der Zustand, nach dem du sowieso eigentlich immer schon gesucht hast, sei es durch Frauen, Geld, Fitness, Status, was auch immer, you name it. Einfach die Sachen, von denen du gedacht hast, das brauche ich noch, um glücklich zu sein. Eigentlich ist es nur der Zustand, an dem du ankommen musst. Ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema. Wenn du da etwas, also im Grunde ist es nicht so komplex, aber es braucht ein bisschen, um es zu erklären. Wenn du da was reinlesen willst, kann ich nur die Bücher von Eckhart Tolle empfehlen. Das Grundkonzept, von dem ich hier rede, stammt daraus. Er kann es meiner Meinung nach am allerbesten formulieren und einem nahebringen. Aber das ist es, was du tun musst, wenn du, also den Weg, den ich eben skizziert habe, wenn du, ja, eine Unabhängigkeit von der Meinung anderer bekommen willst. Ne? Entweder du gibst alles auf oder du behältst alles. Das ist die Wahl, die du treffen kannst, musst, darfst. Und das ist das Ende dieses Videos. Ich freue mich, dass du da warst. Hier abonnierst du den Channel noch nicht gemacht. Unter mir bewirbst du dich für eine neue Coaching-Plätze im nächsten Jahr. Und hier kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps für deine Erfolg und Frauen. Unbedingt mal vorbeischauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.